Trello. Ja. Mein gleiches Sofa, eine neue Wohnung. Ich habe jetzt 2 Jahre lang keine Videos mehr gemacht. ja, lag eigentlich daran, dass ich keine Lust hatte. Aber ich habe jetzt eh über mehrere Monate verteilt ein, zwei Kommentare gekriegt zu meinen Videos, für die ich mich sehr stark bedanken möchte. Ja, das ist eigentlich der Grund, wieso ich jetzt wieder anfange. Ich finde das einfach schön, wenn man so das Gefühl hat, okay, man kann da jetzt Menschen weiterhelfen. Und ja, das würde ich gerne in Zukunft auch machen. Es wird sich ein bisschen wahrscheinlich der Themenschwerpunkt ändern. Ja, ich mache trotzdem noch Transvideos. Aber vielleicht mit ein bisschen anderem Schwerpunkt. Aber das werden wir noch sehen, weil bei mir ändern sich die Themen sowieso relativ schnell. Das war auch einer der Gründe, warum ich jetzt länger nichts gemacht habe, weil die Thematik, mit der ich den Kanal gestartet habe, für mich persönlich einfach nicht mehr so interessant war. Thema interessant sein ist auch das Thema des heutigen Videos, und zwar geht es um, also es geht darum, wie viel Raum nimmt Trans sein im Lauf der Transition so im Leben ein. Und für alle, die da jetzt noch voll am Anfang stehen und sich denken, ja, na, ich werd da nie wieder aus dem Thema rauskommen, also keine Angst, oder kannst euch auch fürchten, wenn ihr jetzt glaubt, dass das der einzige Lebensinhalt ist, den ihr habt. Aber es wird nicht Zeit eures Lebens das Hauptthema bleiben. Bleibt es bei den wenigsten. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein natürlicher Prozess. Ich habe das jetzt in drei Phasen eingeteilt, und zwar so eine Anfangs-, eine Mittel- und eine Endphase, die so ungefähr zu einem gleichen Zeitpunkt, also bei den meisten Leuten, die ich kenne, ungefähr zu einem gleichen Zeitpunkt anfangen und enden. Jo, die Anfangsphase ist so ein bisschen so eine Frischverliebtheit zwischen innerem Coming Out und den letzten Outings bei Familie und Freunden. Bei mir hat sich das eigentlich so geäußert, dass ich mich echt rund um die Uhr damit beschäftigt habe. Mein Kopf ist da nicht mehr rausgekommen. Also ich habe eigentlich fast nichts anderes gemacht, als im Internet irgendwelche bin ich trans-Tests zu machen, die übrigens nicht besonders aussagekräftig sind, aber es bestätigen halt einfach das, was man eh weiß. Und das ist manchmal einfach sehr hilfreich für die Psyche. Ja. Ich hab die Community relativ wenig hinterfragt. Also auch im Hinblick auf, ist das wirklich das relevanteste Thema des Lebens? Und weil es, das war es in dem Zeitraum für mich. Also es war einfach für mich extrem relevant. Ich habe in der Zeit auch den YouTube-Kanal gegründet, weil ich einfach mir nichts anderes vorstellen konnte, als den Rest meines Lebens dem Thema Transsein zu widmen. Weiter geht es dann mit der Mittelphase, und die fängt halt so ungefähr an, wenn man mit der medizinischen Transition beginnt. Das ist nämlich so der Zeitrahmen, wo man halt quasi vom Trans-Baby zum alten Hasen wird, und wo man halt dann auch schon anfangen kann, anderen Leuten, die jetzt neu dazukommen, Tipps zu geben. Zum Beispiel, wie suche ich mir einen richtigen Therapeuten? Wie kriege ich meine Gutachten? Wo kriege ich die her? Welche Gutachten brauche ich überhaupt? Und zu welchen Ärzten muss ich rennen, wenn ich jetzt Hormone haben will? Und so weiter und so fort. Ich war zu dem Zeitpunkt auch über meine ersten Schritte noch sehr aufgeregt. Ich habe das voll genossen. Ich war extrem ungeduldig, also gerade Testostart, der liegt übrigens jetzt 1,5 Jahre zurück bei mir, war eine totale Ungeduldsphase bei mir. Also ich habe
wöchentlich in den Spiegel geschaut und wöchentlich, stündlich eigentlich mit zwischendurch und nachgesehen, ob meine ersten Barthaare schon da sind und war dann halt auch echt schon gefrustet, wenn das nicht schnell genug gegangen ist. Was ich aber nicht gemacht habe, war das in der Öffentlichkeit beizutreten. Also ich habe, glaube ich, irgendwann mal ein TikTok-Video gemacht, wo es eben um das Thema Bartwuchs ging, der ja bei mir jetzt so langsam anfängt, aber halt echt noch nicht so nennenswert ist. Aber ich habe meinen Testosteronstart, habe ich eigentlich wirklich niemandem gesagt. Ich habe nicht mal meinen Freunden, also ich habe so eine WhatsApp-Gruppe, wo ich mit anderen Transmenschen in Kontakt bin, die halt in meiner Stadt wohnen. Und da habe ich irgendwann mal reingeschrieben, die Leute, mir wachsen Haare auf den Oberschenkeln und die so, was seit wann bist du auf Testo? Und ich habe dann erst realisiert, dass ich denen das gar nicht gesagt habe. Ich habe zwar im Vorfeld so verkündet, dass das jetzt bald ansteht und dass ich das voll spannend finde, aber ich habe so den Starttag habe ich dann niemandem mehr gesagt, weil das für mich so eine ganz persönliche Sache war. Es war extrem wichtig, aber es war halt mein persönliches Ding. Das habe ich nur für mich gemacht und das war was, was ich auch für mich behalten. Ich bin jetzt selbst in der Endphase der Transition. Ich bin emotional eigentlich damit fertig. Also ich habe im Sommer jetzt noch die Mastek, die für mich jetzt eigentlich schon so diesen Stellenwert von einer kleinen Nachkorrektur hat. Also das ist jetzt zwar was, auf das ich voll warte, einfach weil ich mich wahnsinnig drauf freue, wieder schwimmen gehen zu können oder also ich habe einen neuen Job, wo ich viel auswärts arbeite und dann halt auch mit den Arbeitskollegen in einer Herberge untergebracht bin, zwar mit einem eigenen Zimmer, aber da wäre es halt dann schon cool, wenn man abends was aus der Küche braucht, dann halt nicht jedes Mal die volle Montur anziehen muss, sondern halt mal in der Pyjama-Hose oberkörperfrei einfach mal in die Küche läuft und sich ein Glas Wasser holt oder so, ist einfach, weil es das Leben leichter macht. Aber es ist für mich jetzt nicht mehr so ausschlaggebend. Ich muss mich mittlerweile auch nicht mehr outen. Ich bin irritiert, wenn mich mal irgendwo unterwegs eine fremde Person misgendert. Weil mir das kaum noch passiert. Das passiert mir gelegentlich noch, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht, weil ich halt einfach so das Gehabe habe und meine Stimme ab und zu mal auch recht kitschig klingt. Aber es stört mich in dem Sinn nicht, es irritiert mich nur. Also es hat jetzt auch nicht so eine große Wichtigkeit. Die Situationen, wo ich mich noch oute, sind, wenn ich mich verquatsche. wenn halt einfach so Themen aufkommen, die quasi nur ich als Transperson kennen kann, dann bin ich halt einfach immer bereit, den Irrtum aufzuklären. Einfach weil das Thema für mich, es ist kein Geheimnis, es ist jetzt so nichts Unwichtiges. Es ist jetzt so auch nicht wichtig, dass es keiner erfährt. Das ist für mich einfach so ein irrelevantes Thema, dass das so am Rande meines Gesichtsfeldes ist, im Alltag zumindest. Also so viel dazu. Ich möchte jetzt auch nicht allzu lang rumreden, weil ich das jetzt auch ein bisschen zum Aufwärmen brauche. Die nächsten Videos werden sich auch ein bisschen um Kommunikation drehen, eben weil auch für mich so das Thema Coming Out und wo kriege ich Hormone her, das ist schon so weit entfernt, dass ich dazu, glaube ich, jetzt gerade nicht so viele Tipps geben kann, aber womit ich mich gerade sehr beschäftige, ist halt einfach, wie kommuniziere ich und
Was kann man zum Beispiel tun, wenn die Eltern es nicht akzeptieren können, dass man trans ist? Ja, das wird übrigens mein nächstes Video sein. Wenn ich halt die Zeit dafür finde, eben wie gesagt, ich habe einen neuen Job, ich arbeite sehr viel auswärts und werde wahrscheinlich ein paar Wochen brauchen, bis das nächste Video rauskommt. Aber ich habe mir vorgenommen, es kommt, und bis dahin wünsche ich euch einfach eine schöne Zeit und